Ja, hallo und hallo, meine lieben Freunde, und damit darf ich erst zu Anfang gefahren Let's Play Sonic an dich begrüßen. Ja, gab es eine Weile nichts mehr, weil ich krank war, wer das im Streamer-Kundes-Video vom Samstag mitbekommen hat. Ja, ich war krank, deshalb gab es jetzt eine Weile lang nicht mehr so viele Videos, beziehungsweise hat manchmal nur eins am Tag oder so. Aber das sollte sich jetzt wieder ändern. Heute sollte, wenn es gut geht, auch wieder Alpha starten. Ich weiß zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, noch nicht, ob wir schon Alpha aufgenommen haben. Das wollen wir morgen am Sonntag aufnehmen. Wir haben jetzt gerade Samstagabend. Und ja, ich hoffe mal, dass es funktioniert. Ich muss noch mal gucken, was mit dem Sound so passt. Aber ich glaube, ich sollte ihn doch noch auf 11 runterschrauben. Weil letztes Mal war er zu laut und ja. War doof. Ach, das war ja das Level, ne? Wo ich richtig schlimm gefailt habe, letzte Folge. Ja, das kann sich keiner geben. Wenn ihr letzte Folge nicht gesehen habt, guckt sie nicht an. Ist besser für euch, glaubt mir. Okay, erstmal die Fantasie. Ich bin noch ein bisschen raus. Ich habe länger nicht mehr gespielt und war krank. Bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Vielleicht hört man es an meiner Stimme. Und an meinem Nase hochziehen. Komm, da kommen wir noch drauf. Aber wir sprechen da Anfang mit dem Leben verloren. Also so macht es auf jeden Fall Spaß. Ich wollte hier unbedingt alles einsammeln und heute klappt es mit mehr Konzentration, Leute, das verspreche ich euch. So, dann gehen wir hier mal rum, komm schon, Sonic, wir haben nicht ewig Zeit. Und ja, dann warten wir, jetzt geht ein bisschen im Kreis, der Junge, der lässt sich Zeit. Der lässt sich von ihrem Herzen, na gut, was heißt der letzte nicht hätten, er ist ja auf einer Plattform, die von einem Strudel getreibt wird, einem tödlichen Strudel. Das ist auf nächste Plattform. Ja, schon ein bisschen Wartelevel, ist ein bisschen doof. Aber vielleicht kann ich ja den Part nutzen, um euch vielleicht mal ein paar Sachen so zu erzählen. Und zwar habe ich mir irgendwie überlegt, ob ich weiß nicht, ob ich den Kanal so ein bisschen umstrukturieren will. Vielleicht ein paar alte Videos, ob ich jetzt wirklich alte, komplette Projekte, ich war zwar im Wasser, aber gut, komplette Projekte von mir löschen will, weiß ich nicht, aber ich werde mal Erik anschreiben und mal fragen, ob es okay ist. Wenn ich seine Videos lasse, weil er macht ja... hallo, würde ich das vielleicht mal... Ich drücke ja nur R. Jetzt hat er... wenn es okay ist, vielleicht wenn ich irgendwie seine ehemaligen Videos lösche, weil er macht ja sowieso nichts mehr auf dem Kanal. Und ja, ich weiß es nicht. Deshalb mal so, der Kanal wieder ein bisschen leer, weil ich habe ja echt viele Videos. Aber wie gesagt, eigentlich fast schon die meisten Projekte davon möchte ich eigentlich schon behalten. Deshalb bin ich mir da noch ein bisschen unschlüssig. Wenn ihr jetzt irgendwie sagt, nee, du lass alle drauf, oder sagt, ja, das Projekt braucht eigentlich keine oder kann Schlüssel löschen, dann sagt es mir bitte, weil, ja, wir warten jetzt einfach nochmal eine Runde. Ich bin das letzte Mal falsch abgesprungen, das passiert heute nicht. Weil ich bin mir da nicht ganz sicher und auch gerade mit den Projekten, dass sie teilweise nur zweitägig kommen, ob ich dann vielleicht dementsprechend ein Projekt abbrechen soll und versuchen soll, dann dementsprechend 3 Videos am Tag zu bringen. Aber 3 würde halt schwer werden, davor würde ich dann wahrscheinlich sagen, entweder... Ach so. Natürlich. Entweder ich breche 2 Projekte ab und bringe 2 am Tag, oder ich versuche es mit 3 ab. Mit 3 wird es auf jeden Fall schwer. Vor allem, wir haben schon 3 Tage in der Woche, wo 3 kommen. Wenn ihr da irgendwie Ideen habt oder sagt, ja, das Projekt gucke ich sowieso nicht oder das braucht man nicht, gerne mal in die Kommentare. Damit vielleicht lasse ich sogar das Video auch ein paar Tage als Kanaltrailer drin, dass man sich da ein bisschen Überblick verschaffen kann. Weil, wie gesagt, ich bin mir da echt ein bisschen unschlüssig. Was heißt ein bisschen unschlüssig? Ich bin mir da total unschlüssig. Hab da echt überhaupt keine Ahnung. Weil wenn ich jetzt so mit meine Projekte drüber schaue, eigentlich hänge ich schon an jedem, was ich gemacht habe. So. War ja auch eine Menge... Alter, ist das dein Ernst? Ich drück nach rechts und er geht nach unten. Boah, die Steuerung ist manchmal echt für den Arsch in dem Spiel. Also tut mir leid. Ja, das war gerade echt null meine Schuld. Null. Drück nach rechts und ach du. Ich gehe mal nach unten ins Wasser. Bist cool, Sonic. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir das Level brauchen werden. Ich habe eigentlich nicht geplant, in diesem Let's Play irgendwo Probleme zu haben und länger zu brauchen. Das habe ich echt nicht geplant und jetzt passiert es doch. What the fuck? Naja, das ist, kriegt man schon. Wir müssen hier halt einfach erstmal warten und hier vor allem nicht die falsche Taste zum Springen drücken. Das war am Anfang schon. Aber einfach schon direkt verkackt. Ganz einfach. Das ist echt kein schweres Level jetzt. Mein Bruder bei die Fische, das packe ich jetzt. Gosh. Ich habe schon schwerere Sachen geschafft. Zum Beispiel... keine Ahnung.
bin unkreativer Mensch. So, dann drehen wir wieder unsere Runde. Und ja, wie gesagt, weil Wollo hat jetzt auch gesagt, er möchte seinen Kanal. Ich orientiere mich in letzter Zeit mehr an Wollo. Ja, das stimmt, aber der ist ja ein cooler Typ, den mag ich auch voll. Er hat irgendwie gesagt, er mich versucht, 3 Videos am Tag zu bringen, halt so Serien starten. Und ja, ich weiß nicht, ob ich dann einfach auch so gesehen. 2 Projekte haben so ein Wort, jeden Tag eine Folge kommt. Aber irgendwie, ich weiß nicht was, weil ich mache gerade wirklich alle 4 Projekte, oder sagen wir sogar theoretisch 6 Projekte, die ich habe, machen mir Spaß. Mir macht sowohl LOL Spaß, als auch Sonic, als auch Alpha, als auch Smash, als auch Sims, als auch Retro Friday. Ich mag halt wirklich die ganzen Projekte und möchte halt eigentlich echt nichts davon abbrechen. Aber 4-5 Videos am Tag zu bringen, das schaffe ich einfach zeitlich und internettechnisch auch nicht. Deshalb habe ich da echt überhaupt keine Ahnung. Sobald ich mal irgendwann dann vielleicht mal, keine Ahnung, in 3 Ferien ausziehe, kommt auch drauf an, was dann da mit YouTube ist. Oder vielleicht ein bisschen im nächsten halben Jahr oder so eine bessere Leitung kriege, keine Ahnung. Kann es dann auch gut sein, dass es dann irgendwann mal internettechnisch, und vor allem, wenn ich dann arbeiten gehe, habe ich ja auch mehr Zeit, ja, Max kann glauben, ich glaube. Obwohl, eigentlich mehr so, dass jetzt geht, eigentlich gar nicht. Theoretisch, wenn ich jetzt besseres Internet hätte, würde ich eigentlich auch schon fast sagen, ich bringe 3 Videos am Tag. Aber aktuell geht's nicht. Ja, wahrscheinlich, wenn ich mal besseres Internet habe, dann könnt ihr euch vielleicht mal auf 3 Videos am Tag einstellen. Also möchte ich es eventuell mal machen. Ich muss echt mal gucken, ob ich das so hinkriege, wie ich möchte. Das müssen wir dieses Mal noch gescheit drin landen. Jetzt. Ah! Lasst er los, aber halt dich doch. Ergibt total viel Sinn. Mama, geh mir das Spiel so richtig auf die Eier, wenn es nicht so will, wie ich will. Alter, renn ruhig runter, Sonic. Ist okay, ist okay. Und ja, soll ich mal irgendwann ein bisschen besser Sonne kriegen und eine gescheite LAN-Kabel hier oben? Das ist ja eigentlich schon länger geplant. Dann ja, werde ich mich wahrscheinlich auch mal mit den 3 Videos am Tag mal gucken, ob das funktioniert. Ich war das nächste. So, jetzt ganz leicht runter. Jetzt rechts. Rechts. Jetzt warten und dann gehe ich. Dann slide ich lieber runter und lass dann R los als R. Obwohl, ich lass R. War das jetzt wirklich so schwer, Sonic? Ich denke nicht. Alter, mach mich nicht schwach, Junge. So, warten wir aufs nächste. Komm schon. Da ist es. Jetzt. Jawolle. Hier geht's zum Ende. Ja, ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal draufbleiben. Dass man auch die Kamera in das Spiel nicht drehen kann, finde ich irgendwie richtig hinderlich. Also geht mir so. Ich könnte es manchmal echt gebrauchen. Oder hätten wir doch da hochgemusst. Ja doch, wir hätten doch da hochgemusst. Boah, ey. Ich hab halt... Ne, nevermind. Wir brauchen ja das auch. So, jetzt muss ich mich kurz an meinem Öhrchen kratzen. Ja, Level ist so ein bisschen langwierig, sag ich mal. Dauert eine Weile, bis es durch ist. Weil halt einfach man auf die drecksrotierende Kacke hier warten muss. Und da dann doch schon mal seine Zeit dauern kann. Ja, gut, es stimmt schon. Also da auch dann der Runde dann einmal durch, dann wieder hoch und dann habt ihr verstanden? Gut, ich auch nicht. Wir können mal jetzt ja stehen bleiben, das ist ja kein Problem. Genau, jetzt gehen wir hier einmal hoch. Hoch bitte. Das kann weg. Ich renne hier am besten gar nicht erst zu schnell. So, dann gehen wir hier ran. Warten. Ich weiß, ich war hier mal dran. Sicher, und dann habe ich einfach komplett grundlos eher losgelassen. Das war... Nee. So, jetzt. Oh, war das knapp. Jetzt drehen wir eine Runde. Dann gehen wir da. Ja, jetzt drehen wir eine Runde und dann nehmen wir den und dann kommen wir da hoch.
Runden drehen macht so viel Spaß. Ja, ich warte auf die Ringe. Warum fange ich jetzt eigentlich schon wieder an zu singen? Irgendwas stimmt mit mir nicht. Bin krank, also mental und körperlich. Mal was Neues, doppelt krank. Hui. So, nimm. Darüber. Darüber. Und fertig. War doch kein Act, oder? Und da hinten ist schon das Ende. Es wird wahrscheinlich noch ein Fight kommen und dann war's das. Es kommt auf jeden Fall ein Fight. Ist hier was? Oh, hier ist auch ein Fight. Und ist sogar ein größerer Fight als gedacht. Gut, dass wir noch ein bisschen von dem... Oh Gott. Alter. Perfekt, der ist tot. Jetzt sind wir noch die paar. Was? Elektrosierende Fichtdinger? Schnell, bevor der wieder sich auflädt. So, die können ja sowieso nichts, sagte er und wurde von einem von denen getroffen. Sind hier noch Ringe? Ah gut, dann haben wir nämlich wieder Full Life. Das Level war ist doch ein bisschen anspruchsvoll, finde ich das dann doch. Nein, halt. So. Ich bin verdammt nochmal gut, aber das weiß ich natürlich. Ich wette, hier gibt es noch irgendwo die Möglichkeit zu sterben. Und ich wette mit euch, die wird mir noch passieren, so viel Pech wie ich habe. Jetzt wartet mal bitte kurz. Ich will nicht die Ringe einsammeln, ich will was anderes. Ja, genau das wollte ich eigentlich jetzt noch nicht machen. Ich wollte eigentlich mein Dings auffüllen. Für das. So, um nämlich dann die fast komplett tot zu kriegen. Wisst ihr, wie mir die explodierenden Teile auf den Sack gehen? Ja, komm, explodier doch einfach mal. Es juckt mich sowieso nicht. So, das war's. Sind hier jetzt noch halt? Ich habe Angst, dass es 8 Minuten Zeitlimit ist. Deswegen habe ich jetzt gerade schnell die Münze angesammelt. Nein, was wahrscheinlich weniger. 7. Okay. Ja, der hat immer schneller durchgekommen, aber ich wollte halt das ganze Zeug einsammeln. Keine Ahnung warum, aber ich bin stolz, dass wir es getan haben. Vielleicht hätten wir es später bereut, hätten wir es nicht getan. Wir haben nämlich dafür ein Geheimdokument, eine Illustration und einen Filmclip erhalten. Das ist nicht zu verkennen. 7 Minuten für ein Level müsste noch gehen, oder? Denke schon, das kriegt man hin, ja. Bin zuversichtlich. So, eigentlich immer am Anfang jedes Levels. Hier ist nichts. Auf in den Dschungel. Oh Gott, ich sollte nicht singen, wenn ich noch ein bisschen heiser bin. The mighty jungle. Oh Gott, das hört sich ja noch schlimmer an als sonst. The lion. Nee, das kann ich den Leuten nicht antun. Wie sonst noch irgendwas? Glaub nicht. So, das erste Geheimdingenskirchen war jetzt ja mal gar nicht so schwer versteckt. Hier geht's. Ist doch auch was. Also. Nicht? Sieht voll aus, als würde es da hochgehen. Ich habe mich täuschen lassen. Willi. Alter. Komm doch mal her und stell dich deinem. Boah. Guck mal, so, jetzt machen wir erstmal hier Two-Hit, bam. Never mind. Eigentlich wollte ich Double-Kill sagen, Two-Hit passt nicht. Two-Hit wäre, wenn wir zwei Schläge für die bräuchten. Aber für die brauchen wir sowieso nur. Alter, warum treffe ich denn den? Komm, renn mir doch in die Faust, Alter. Digga, jetzt.
Der rennt auch nur weg. Alter, ist das nervig. Jetzt bist du tot. Bam. Tschüss. Oh, das war jetzt dumm. Triff doch den mal, Boots. Schlitz, so läuft es, Junge. Und aus dem Leben geklatscht. Geht doch. So schön war es doch jetzt auch nicht. Gosh. Oh my gosh. This is so annoying. I can't stand anymore. Ich sollte aufhören, irgendwelche komischen random Spasten Zitate zu dingsen. So. Ist hier was? Bei den Stacheln irgendwie sieht hier fast aus, als wäre hier noch irgendwas. Na, ich habe keinen Bock zu sterben, deswegen gehen wir mal hoch. Sind wir ehrlich, das war alles andere als Warum? Musste dieser elendige Troll jetzt sein? Ich wette mit euch, ich fall hier runter. Aber ganz ehrlich, die schwebenden Dreckskack-Luftgegner könnten auch nicht noch ungeschickter stehen, ne? Die konnte man echt nicht noch unordnen. Nee, jetzt mach mir doch eine solche Level, wo man so leicht runterfallen kann. Das ist, weiß Gott, nix für mich. Ach Gott, was kommt denn da vorne? Hilfe. Hui. Hui. Habe ich ein bisschen verschätzt. Ich glaube, ich muss irgendwie in die untere. Warte. Okay, wird nicht anvisiert. Nur Leben ist jetzt ein bisschen doof, ne? Ich will aber trotzdem da runter. Ach, hier, glaube ich, oder? Ah, ja. Jetzt dürfen wir halt kein Mal mehr sterben, ne? Boah, und die Wege sind hier so eng. Alter. Willi? Gott. Hilfe. Wie lang ist denn das Level noch? Weil ich mag es nicht. Da hinten ist ein Gegenstand. Den holen wir uns jetzt. Wir sind nämlich keine Weicheier. Nee, ich renne hier ganz sicher nicht. Da brauchst du mich gar nicht fragen. Ja, aber dann geht's schneller, ja. Ist schön für dich. Dann bin ich aber auch eine ganze Ecke toter. Ich hab grad echt noch gedacht, der... Ganz in Ruhe. Boah, Alter. Ach, ich muss nicht zurücklaufen. Oh, das ist sehr nett. Das ist wirklich sehr entgegenkommen für mich. Danke, Spiel. Das hätte ich jetzt, glaube ich, auch mental nicht mehr fertig gebracht. Wie weit... Gehst du? Bist ganz gut. Oh, guck mal. Oh, ist das super. Yay. Oh, wir bringen voll den geilen Teil. Hat sich doch... Ja, okay, ist nicht so viel, aber... Hier muss ich hier runter. Ja. Ich sag nichts. Ist es meine Schuld, wenn ich an der Stelle, wo ich loslassen muss, loslassen, dann Sonic meint, ich flieg mal 20 Meter zu weit? Ist es meine Schuld? Ich denke nicht. Nee, nicht ich denke nicht. Ich weiß, dass es nicht meine Schuld ist. Kriegt die Folge überlänge, neue Folge ist vorbei, tut mir leid. Wir haben ein Level in der Park geschafft. Mensch, kommen wir voran. Egal, wenn ihr die Folge trotzdem gefallen hat, würde ich mich gerne noch über einen Daumen nach oben oder im Kommentar auf jeden Fall sehr freuen. Link zur ersten Folge und zu bleibt befindet sich unten in der Beschreibung sowohl alle Social Media Links wie YouTube, Facebook, Boxer, Hitbox, Twitch und Twitter und Instagram in der Beschreibung. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, wir sehen uns am Mittwoch wieder und ja, was gibt's noch zu sagen, außer Tschüsseli.